Jeden Tag, den Gott erschaffen hat, überrasche ich mich selbst, was ich alles kann. Ich bin 360 Grad talentiert. So. So. Ja. Ja, heute ein bisschen tätowieren hier. Erstmal müssen wir über die Basics reden. Was für Basics? Ach, komm. Die meisten Leute denken, dass wir Tätowier hängen rum mit coolen Leuten, arbeiten fast gar nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist nicht das wahre Gesicht von Tätowierer. Wenn du das erste Mal tätowierst, da kann echt viel schief laufen. Wenn du nicht tief genug tätowierst, dann geht das raus. Na, großartig. Ein Profi, der mir erklären will, was ich doch eigentlich schon kann. Naja, kurz Interesse heucheln, damit er sich nicht so ganz nutzlos fühlt. Also das ist nicht so einfach. Ja, genug Text, wir tätowieren jetzt. Ne? Ich habe alles gehört, alles gut. Ja, hallo, jetzt mal, guckt jetzt doch eigentlich so, würde ich das machen, wenn ich das nicht könnte? Ich kann das. Hey, Klaas. Ah, hey. Na, Mann. Was geht? Wautz, Mann. Ich bin Wautz, bin Sänger von Red Tape Raven. Ich bin hier, weil Klaas mir heute ein Tattoo stechen will. Wie sieht's aus? Nervös, ne? Bist du hier, ne? Erzähl mal. Also, du weißt ja, ich spiele ja in der Band, ne? Ja, die Red Tape Raven, ne? Weißt schon. Läuft nicht so gut, ne? Also, die letzte Platte hat sich fast gar nicht verkauft. Musik ist trotzdem ein großer Traum und deswegen will ich jetzt einfach ein Symbol dafür. Ja, das merkt man ja an, das kommt ja aus jeder Pore. Ne? Sei dir sicher, du brauchst gar nichts sagen, das kommt dir so aus den Augen. Ich guck hier. Klaas ist so einer, der schaut dir in die Augen, der liest dich wie ein offenes Buch. Ich kann auch ganz gut so in Menschen reingucken, was sie eigentlich wirklich wollen. Ne? Ich habe ihm nur das Stichwort gesagt, hey, ich will was mit Musik. Und dann hat er schon angefangen, im Kopf zu zeichnen. Also das sieht man richtig an, wie es dann arbeitet bei ihm. Hier ist es schon drin. Ja. Ich habe das Bild schon im Kopf. Ich muss es jetzt natürlich noch mal ein bisschen ausformulieren und so. Ich würde dich einfach bitten, gehst hier einfach um die Ecke. Ist was, hier ist ein guter Imbiss um die Ecke. Ne? Bis gleich, ne? Bis gleich. Ciao, ciao. Okay. Ciao. Ja, dann. Ja, der Wautz kam zu mir mit der Idee, grundsätzlich ein Tattoo haben zu wollen. Da habe ich gesagt, du, kein Problem. Und Wautz ist Musiker, mäßig erfolgreich. Da habe ich mir überlegt, was braucht der Junge? Und da habe ich mir was ausgedacht. Das ist so, der ist eigentlich eine ganz gute Kombination aus Symboliken. Glück ist ein Drache. Das Moderne ist auch wichtig. Da habe ich so ein paar Tribal-Assoziationen gehabt und kleine Blitze im Hintergrund. Ne? Also ein Drache mit Tribals und Blitzen und Titten. Warum Titten? Weil, können wir das Gespräch abbrechen? Ich würde gerne anfangen zu tätowieren. Hey, da ist er, der große Mann. Ja? Bist wieder da. Ich habe es rausgeholt aus meinem Kopf. Ja, hier ist es jetzt und dir gefällt's. Die Basis ist letztendlich der Drachen hier. Ja? Das ist ein Wesen aus einer anderen Zeit, so wie du auch auf der Bühne sein musst. Letztendlich ja ein Wesen aus der Zeit. Ja, dann haben wir hier unten noch die. Die sind Titten, ne? Titten, genau. Ja. Und warum steht da jetzt genau dein Name? Ja, weil ich so heiße. Score! Ich check nur die Maschine. Läuft? Ja. So, jetzt, ja, beruhig dich, man muss sich jetzt entspannen. Das ist das Schlimmste, was du jemals gemacht hast. Ist das idiotisch, was wir hier machen, ne? Macht aber Bock. Ja, du musst wissen, ne, jeder Anfang im Leben ist ein Garten. Es geht ja hier nicht nur darum, etwas Farbe in die Haut zu stechen. Ich möchte die Herzen meiner Kunden berühren. Ich möchte ihnen einen Teil meiner Weisheit mit auf den Weg geben.
Das ist gar keine Farbe genommen, ne? Das tut, das ist ja auch Quatsch, da tut das weh. Das ist gar keine Farbe da drauf. Ne? Das ist ja albern, ne? Geschont wird der Kunde hier allerdings nicht. Er soll spüren, dass er verdammt nochmal am Leben ist. Oh fuck, das ist wahnsinnig. Da schafft man viel mehr, wenn man einfach mal durchzieht. Hast du gespürt, dass ich jetzt eine Titte gemalt habe? War das nochmal eine? Das war eine Titte, hast du gut erkannt. Das war die zweite Titte. Jetzt kommen die Nippel, pass mal auf. Ich hab dir meinen Namen tätowiert. Und einen Drachen mit Titten. Und Blitze. Einen echten Häufer Umlauf hast du auf der Wade. Und dann steht da immer Klaas, ne? Ja. Wir würden immer Frauen fragen. Aber wer ist denn eigentlich Klaas? Der Dödel aus dem Fernsehen? Ja, genau der. Meine Mutter wird sehr stolz auf mich sein, auch wenn sie das nicht. Ich bin zufrieden. Aus einem vergänglichen Stück Haut ist heute ein Meisterwerk geworden. Ein Signum des Stolzes, das dem Träger bis zu seinem Lebensende schmücken wird. Für mich waren es nur ein paar leichte Handgriffe, aber ich weiß um die Wirkung, die sie haben. Wie König Midas vergolde ich alles durch eine bloße Berührung. Doch bei mir ist es kein Fluch, sondern ein Segen. Ich gebe zurück und mal schauen, was wir nächste Woche machen, ne?